Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Ich habe mal zwei Missionen angenommen. Einerseits Expresslieferung dringend zum Schrotthändler und zum Filmregisseur. Ich dachte, das mache ich mal. Und ich habe die Karte schon mal ein bisschen gescoutet. Also wir haben ja hier diesen Spalt, der sich da durchzieht. Und mein Plan ist, dass wir hier da irgendwie am Rand so rumfahren. Und dann da so runter. Ich werde jetzt mal so ungefähre... Ach, da ist ja die Brücke. Dass wir irgendwie so fahren. Da haben wir so ein beschissenes Lager. Dann da so runter. Da rein und dann zum Schrotthändler. So plus minus. Und dann weiter zum Filmregisseur. Schauen wir mal, was wir da noch so haben. Aha, da ist eine Leiter. Ach, da hinten rum könnte man eigentlich auch gehen. Sehe ich gerade. Okay. 40 Minuten. Gehen wir hin. Willkommen, Sam Porter Bridges. Super, ne. Dankeschön. Wo ist die Brücke? Fragile hier. Dein Kunde nennt sich jetzt zwar Schrotthändler, war früher aber Telekommunikationstechniker. Er reparierte alles, von drahtlosen Terminals bis hin zu wichtiger öffentlicher Infrastruktur. Er war ein guter Mann, ein angenehmer Zeitgenosse. Aber nach dem Angriff in South North City veränderte er sich. Man kann sie nicht verlieren. Wir haben ihm einen Nice. Das ist aber nicht der Weg, den ich jetzt fahren wollte. Oh Scheiße, ich hab's geschafft. Shit. Ja, ich hätte mich an den Plan halten sollen. Ah, toll. Warum musst du Experimente machen? Moin ihr und ciao ihr. Will hier nicht stehen bleiben. Ah, da ist die andere Markierung. Da ist der Spalt. Und einmal da oben drüber. Nein, 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 bitte bleib jetzt nicht stecken. Nein. Komm, fahr drüber. Oh, dankeschön. Hier da so irgendwie. Komm, 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 komm. Oh, geil. Oh, geil. Oh, was? Hier im Netzwerk. Okay. Und die Düsen. Alter, ich möchte nicht wissen, wie es seinem Arsch geht. Wenn es die ganze Zeit so auf und ab geht. Oh, oh, oh. Okay, hier rein. Da wäre auch eine Straße nicht schlecht. Okay, wir haben es geschafft. Hey, was ist hier alles? Oh, der Fracht. Hallo, bremsen! Okay, das ist wirklich ein Schrotthändler. Verlorene Fracht, verlorene Fracht. Will ich das anfassen? Nö. Na gut. Liefern wir das mal kurz hier ab. Liefern, angeforderte Fracht. Bestätigen. Okay, das ist neu. Redest du auch mit uns? Okay. Meine Kleine ist lange fort. Nur wegen dieser Terroristenspinner.
und ihren Freunden beim verdammten Fragile Express. Ganz zu schweigen von den Bridges-Pissern, die unbedingt ins Wespennest stechen mussten. Wie dem auch sei. Zeig mal die Ware. Du bist früh dran. Wie es sein soll. Ist ja schließlich dein Job, was? Ja. Okay. Ja, überspringen. Dankeschön. Krass. 13 Stunden mal wieder. So, weiter. Für mich seid ihr Boten alle nicht einen Deut besser als die Terroristen. Und du wirst mich nicht vom Gegenteil überzeugen können. Ja, dann liefert also dir halt nichts mehr. Und verpiss dich. Nette Ansage. Also schön. Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen, müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist. Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen. Aber in South North Citys Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde für eine auf ihre Beschreibung passende Frau. Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe. Alter, hey Sam, wie schnell seid ihr doch gewesen? Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet. Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer. Gesicht und Stimme passen. Sie lebt noch. Unser Schrotthändler trauert ohne Grund. Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt. Warte kurz. Gerade kam noch ein Auftrag von ihm. Vermutlich versucht er, uns zu testen. Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte. Ja, konnte mir das nicht direkt sagen. Wow. Okay, Aufträge für Sam. Sammeln alte Teile. Liefergewicht 60 Kilo oder mehr. Das ist doch... Warte mal, Gewicht 110 Kilo. Ja, und das sind natürlich GTs. Ah, wenn es sein muss. Okay, Granaten haben wir ja ein paar. Ja, passt. Aufbrechen. So, bevor wir das machen, werden wir Gewicht reduzieren und zu diesem Filmemacher hingehen. So. Mehr. Hallo. So, hierhin. Oh, das schaut wieder nach super geilen Wege aus. Gehen wir mal hier runter. Da so. Da so. Da so. Okay. Dann, los geht's. Ich einfach bis jetzt dafür gar keine E-Mails aufmachen. Yay, es regnet mal wieder. Hallo, beweg dich. So, dankeschön. Ja, jetzt kommt ihr richtig. Lass mich raten, jetzt direkt vor uns, oder? Wo denn? Ich fahre einfach mal runter. Oh, fuck. Oh, tschüss. Shit. Hab's mich nicht gesehen. Scheiß Kamera an sich. Beim Schnellfahren ist es voll beschissen. Gott sei Dank. Ach, da unten ist er ja schon. Aber was hast eigentlich du für einen blöden Platz? Ja, okay. Wir steigen hier mal ab. Da gehe ich jetzt mal nicht rein. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Naja, schon gut. Wieso baut man hier einen Bunker? So. So, da liefern. Da dein Tablet.
Bitte schön. Was haben wir denn hier? Eine Lieferung? Für mich? Der Zustand ist toll. Ausgezeichnete Arbeit. Nice. Oh, komm, überspringen. Dankeschön. Ah, das berüchtigte chirale Netzwerk. Ich probiere es mal aus. Aber nur das Netzwerk. Die OCA sind eine andere Sache. Also, du kannst mich doch anschließen. Na schön. Dann mal los. Ja, wenigstens einer, der mitmacht. Neues. Ein Sektor wieder dazu. Geil, geil. Filmregisseur, Hammer. Gibt's hier was? Oh, holy shit. Wir sind jetzt verbunden. Interessant. Über den OCA-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Ich habe hier etwas für dich. Ein kleines Dankeschön. Was denn? Ich bestehe darauf. Eine Brille? Soll ich mit der Brille machen? Okay. Bis dann, Sam Bridges. Vielen Dank. Ja, ja, gern geschehen. Gute Abend. Ja, dann. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. Ah, da ist auch eine Brücke jetzt und ein Unterstand. Lass mal sehen. Online-Brücke, Online-Sprungrampe. Da hat es jetzt einen Haufen. Da ist ein Unterstand. Da ist Gewitter, da hat es GDs. Da hat es überhaupt irgendwie so ein Zentrum hier, kann das sein? Tiefer Fluss. Okay, Online-Schutzhütte. Ja, okay. Wollen wir mal alle Markierungen entfernen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auf den gleichen Weg wieder zurück. Und dann von da querfeld ein dahin. Und die anderen sind von da hinten alle kommen. Okay. Ja dann. Ciao. So, wo ist mein Moped? Dahin. Wenn du einen Lastenschweber, aber keine nennenswerte Fracht dabei hast, kannst du versuchen, selbst drauf zu springen. Ja, andermal. Ich habe ein Moped. Das ist ein bisschen schneller. Ja, jetzt kommt wieder der Regen. Ich würde sagen, wir machen das nach genau gleichem Prinzip wie vorher. Einfach durchbrettern. Jo, und da kommt die Meldung. Wenn man das überspringen könnte, das wäre voll super. Fast zerstört. Okay. Ja, dann. Was das? Okay, gut. Guck mal, kann ich dich vielleicht da drin parken? Nee, natürlich nicht. Habe ich ein Reparaturspray? Halt, bleib mal offen.
Reparaturspray. Behält Reparaturspray. Ja. Wie nutze ich das jetzt? Ach, warte mal, das war das Behälter Reparaturspray. Blutgranate. Ah, was haben wir hier? Feldflasche, Feldflasche, Blutbeutel. Tragen wir das mal. Okay. Scheiße. Hat das jetzt wirklich an? Alles klar. Macht es Sinn, dass ich mein Auto einlagere, damit es nicht kaputt geht? Eigentlich ja, ne? Online-Schutzhütte. Okay, dann fahre ich da mal hin. Ich will den nicht verlieren. Da hinten ist sie. Oh, 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 oh. So, René. Warum ist sie da mitten in dem beschissenen Gebiet da drin? Ah, komm. Komm, jump, 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 jump. Alter, das ist ja voll beschissen, da hinzukommen. Komm, du schaffst es. Oh, weil hier auch noch Unterstand ist. Okay. Acht Waldmarkierung setzen. Das war jetzt aber nicht das mit der Garage. Das hat jetzt irgendwie nicht sehr viel gebracht. Zeitregen. Shit, das wäre eigentlich da hinten gewesen. Ah, da komme ich jetzt so. Soll ich es machen? Ja. Komm, lass mich raus. Es ist die beschissenste Landschaft überhaupt mit so einem Freewheeler. Ich werde es dann, glaube ich, mit diesem Schweber-Ding da probieren. Schauen, ob er hier besser durchkommt. Komm, Freewheeler, gib nicht auf. Moin. Okay, da könnte ich jetzt in den privaten Raum reingehen. Materialien, Gemeinschaftsgarage. Okay, auf zu Creebiler. Fahrzeug einlagern. Bestätigen. Fahrzeug wird eingeladen. Okay, das hätten wir. Wie schauen wir eigentlich bei uns aus mit... Warte mal, warte mal, warte mal. Kannst du nochmal den hier machen? Fracht verwalten. Bitte Verankerung, Leiter, 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 Blutgranate. Ja, wird schon passen. Lastenschweber. Du da in der Hand tragen, abladen. Okay, Schweber befestigen. Schweber lösen, macht man auf Schweber steigen. Ah. Vorwärts treten mit X. Ah. Oh, wow. Das geht ja. Oh, das geht ja gut. Oh, okay, geil. Ja, ja, ich weiß ja, Regen. Da kommt er nicht rauf. Okay.
Komm, mit dir. Hallo. Oh, Kletterfahrer. Schweber befestigen. Schweber steigen. Komm, ah. Komm, du schaffst es. Ah, diese blöde Animation jedes Mal. Spürst du das? Ja, ich spür's. Komm, steig mal ab. Wir gehen da jetzt lieber zu Fuß. Das ist, glaube ich, eher was für die Gerade oder wenn es bergab geht. So, was wir gehen jetzt mal ganz kurz rein und dann warte ich mal, dass der Regen aufhört. Liebe Leute, ich mache für euch mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Regen hat aufgehört. Gehen wir doch jetzt mal eine Runde. Schweber. Schweber. Oh, der ist schon schnell. Komm, 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 komm. Jeez. Komm. Da rauf. Schaffst du es? Ja, ich glaube, gehen ist da dann teilweise schon ein bisschen schneller. Okay, komm, runter mit dir. Warte mal, bin ich hier? Gehe ich jetzt richtig? Ja, so einigermaßen. Ich muss da so rüber. Südle, was haben wir denn dahinter? Und warum will er Teile davon? Oh. Okay. Oh. Nicht hinfallen. Na, wird's gleich regnen? Bestimmt, oder? Jetzt hier die Legierung. Irgendwas ist doch hier faul. Soll das so eine Autobahn? Ja, da ist doch der Regen. Wunderbar. Überhaupt nicht vermisst. Schrotthändler. Da, alte Teile. Ja, Gott sei Dank haben wir unseren Buddy hier mit dabei. Und wetten, dass die ersten Dinger da direkt bei den Teilen sind. Ruine von South Knot City. Sind natürlich alle da in der Mitte. Oh, Kristalle. Na, wann kommt die Animation, die ich so liebe? Jetzt kommt sie. Ja, ich werde die halt alle wieder mit der Granate wegknallen, ne? Der nächste ist da hinten. Oh, warte mal, die Kristall. So bist du jetzt da fast hingefallen? Ah, nehmen wir mit. Brauche ich eh noch.
bisschen in die Richtung. Okay, direkt vor uns. Wo? Sehe nicht. Wo ist er? Nochmal stehen bleiben. Nee, ich sehe ihn nicht. Okay, Oh. Von meinem Ping. Darf ich mich da reingehen? Da! Jetzt habe ich ihn gesehen. Blutgranate. Und da oben der nächste. Oh, den habe ich nicht getroffen. So, wir brauchen das Teil da. In der Nähe. Hier ist nochmal. Yes, ich habe ihn getroffen. Aber ist jetzt. Stirbst du? Noch einen da hinten. Ja, auf gute Laune ist. Ich muss sagen, so mit den Granaten habe ich wirklich weniger Angst. Mal kurz stehen bleiben. Ich sehe ihn nicht. Gut, wir gehen weiter. Ich hoffe, ich denke daran, dass ich die Blutbeutel wieder auffülle. Was? Wo? Oh fuck. Bomb. Geil. Okay, ich glaube, wir gehen hier wieder. Jetzt zwar noch ein bisschen was, aber ich hole mal woanders was. Was? Wo ist er? Ja, okay, ich glaube, der nervt uns nicht. Einfach schön leise bleiben. Das hier. Zellenlegierung. Wo ist denn das nächste da hinten? Gehen wir mal da rein. Kannst erstmal normal gehen. Gehen wir mal da unten rein. Wo ist er? Sehe noch nicht.
Oh, 30 Kilo. Ah? Nee, sehe ich nicht. Komme ich da irgendwie rein? Oh, es blinkt. Ach, da vorne. Wie komme ich da rein? Komm, geh da rein. Yes. Okay, 60 von 110. Maximalfracht habe ich beinahe erreicht. Müssen wir hier wieder raus. Was? Jetzt haben wir mindestens 60 Kilogramm alte Teile. Habe ich es jetzt? Aufträge. 60 Kilo. Mindestgewicht der Fracht 15 Kilo. Das war automatisch. Da steht aber 110. 60 Kilogramm oder mehr. Ja, also ich muss jetzt aber eigentlich... Lass also mal schauen. Schuhe liefere. Aber mit den 60 Kilometer alte Teile. Wir wären eigentlich fertig. Ist irgendwas ganz in der Nähe gerade? Nee, schaut nicht so aus. Okay, ja, dann verdünnisieren wir uns wieder. Nicht umfliegen. So, da vorne ist auch noch einer. Ja, haben wir auch gerade schon gesehen. Wo ist er hin? Komm, den schnappen wir uns. Und das haben wir auch noch mit. Oh, keine Blutgranaten mehr. Echt jetzt? Blutgranate, 1000 von mir benutzt. Ja, geil, dann kann ich dich ja ablegen. Blutgranate. Komm. Warum, wann triff ich dich denn? Ich würde mal sagen, hier so. Lol, das hat den gar nicht interessiert. Warum nicht? Jetzt. Blutbeutel leer. So, jetzt geht's auf mein eigenes Blut. Ist noch einer? Nee, oder? So. Ah, scheiße, dann gehen wir halt den alten Weg zurück. War jetzt ein bisschen umsonst. Wisst ihr was? Wir tun mal die Fracht ein bisschen umladen. Fracht verwalten. Tut das automatisch schon auf den... Klein, ne, tu dann nicht. Auf Schweber laden. Okay, wo ist das andere Zeugs? Da. Ist das jetzt alles? Achso, ne, da haben wir noch alte Teile hier. Auf Schweber laden.
Das heißt, hier haben wir jetzt das da. Kannst du übrigens uploaden. 30, 40, 50, 60. Alles nochmal automatisieren. Bestätigen. Okay. So, das kommt weg. Ich glaube, allzu laut zu sein ist jetzt nicht so schlau. Ah, Schuhe sind auch nicht mehr. Nein! Oh Mann! Komm, Baby, du musst dich jetzt da nicht aufregen, nur weil ich mal hingeflogen bin. Holt das nicht mit. Oh, weg hier. Oh, in die Richtung bitte. Dankeschön. Soll ich? Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt hier mal die Metalle noch mit. So. Los geht's. Weg hier. Echt jetzt? Fertig? Oh, okay. 3 Likes. Komm, lauf mal. Hallo, laufen. Oder laufen ist nicht mehr. Dann habe ich keine Ausdauer oder was ist los? Ja, irgendwie will er nicht mehr laufen. Wie mir fickt, da benutzt du schon den Vorratstaschensäm. Richtung stimmt. Also plus minus. Wir haben doch diesen Energy da Feldflasche. Energy Drink trinken. Ah ja, okay. No Ausdauer. Ey, doch nicht. Mann! Ich vermisse mein Moped. Oh, geil. Wir haben da noch die Dinger. Na bitte. Ah, ich warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was ich nämlich gemacht habe, ist, ich habe dieses Skelett da abgezogen, weil es Strom braucht hat. Wo ist dieses Skelett? Ach da, Unterstützungsskelett. Aktiv Skelett ausrüsten. Da hinten ist er. Ah, und jetzt kann ich auch laufen. Ja, nice. Aber das heißt, wir werden vermutlich noch eine dritte Mission machen müssen, dafür seid Tochter da. Hey, man wird hier so zugespammt mit diesen E-Mails. Südri. Ich hab da Schrott für dich. Liefern, angeforderte Fracht. Du kannst Teillieferung auswählen, um die aktuell mitgeführte Fracht einzureichen und den Rest später nachzuliefern.
Es hat doch geheißen, mindestens 60. Wenn du die Anforderungen erfüllt oder übertrifft, kannst du den Auftrag jederzeit abschließen. Okay. Ja, ich will abschließen. Aktuelle Fracht. Ja. So, jetzt gehen wir schon. Sie schon wieder. Irgendwie so nichts aussagend. Oh, du lieber Himmel. Du hast es echt geschafft, das Zeug da rauszubringen. Das erfordert Mut. Oh, gut. Das ist mehr als gefordert. Nicht schlecht. Es ist genau dieses Mindestding. Naja, gut. So, fertig. Weißt du, die Ruinen, bei denen du warst, wären keine, wenn uns Fragile nicht verarscht hätte. Und Bridges auch. Dieses ganze Gerede vom Wiederaufbau des Landes hetzt die Leute auf. Ohne euch wäre meine Kleine noch am Leben. Sie war dort, als die Terroristen South Knot zerstören wollten. Sie war bereits tot. Euretwegen. Sie ist in einem Bunker südöstlich der Ruinen. Darf ich übernehmen? Wenn er nicht rauskommt, dann ist es ja egal, wen er über die Leitung anbrüllt. Und ja, mach nur. Reagiert er sich lieber an mir ab. Oh, da wird er jetzt nicht ernsthaft hier rauskommen. Hey, Bridges. Laut Fragile lebt meine Kleine. Und das soll ich ihr einfach so glauben? Nach allem, was sie getan hat? Oh nein. Ihr müsst es beweisen. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Ich gebe dir was, das du dieser Frau bringst, die du gefunden hast. Wenn sie sagt, dass es ihr gehört, bringst du sie zu mir. Nimm auch das hier mit. Dieses Skelett verbessert deine Standfestigkeit und deine Mobilität. Ich habe es aus Teilen gebaut, die ich hier rumliegen hatte. Damit wir uns verstehen. Ich gebe dir das nur, weil ich absolut sicher gehen will, dass du diese Lieferung abschließt. Wenn meine Kleine noch lebt und deine Fracht sieht, wird sie wollen, dass du sie hierher bringst. Wenn du gut zu mir bist, bin ich gut zu dir. Ja, das ist echt eine Escort-Mission. Sam, der Auftrag ist online. Ja, dann schauen wir mal. Aufträge für Sam. Alter, das ist ja... Das ist ja am Arsch der Welt hier unten. Ja. Okay, Auftrag annehmen. Laut Schrotthändler ist das virale Stundenglas äußerst zerbrechlich. Solche Fracht solltest du am besten in der Hand tragen. Oh, ja, wenn es sein muss. Eine Kleinigkeit vom Schrotthändler. Geschwindigkeitsskelett, okay. Sam, dieses Aktivskelett erhöht die Geschwindigkeit. Es verstärkt die Muskelbewegung und lässt dich so schneller vorankommen. Ja, verbraucht aber Akku. Kannst du es auch boosten, aber dann lehrt sich der, dass er so etwas aus so ein Talent. Okay, aktives Skelett ausrüsten. Gut, bestätigen. Aufbrechen. Jo. Kann ich hier bei meinem privaten? Das wollte ich jetzt nicht. Nee, kannst du? Hallo. Sag mal, warum? Wieso? Lass du mich das jetzt hier nicht aufnehmen? Ah, jetzt.
Enger. Alter. Okay, er nimmt es dann jedes Mal aus der Hand raus. Privater Spind. Okay, das wollte ich. Metalle will ich jetzt hier nicht mitnehmen. Im privaten Spind. Okay. Unterstützungsskelett. Was habe ich jetzt hier an? Ah, Geschwindigkeitsskelett. Und das kommt jetzt auch mal in den Spind. Brauche ich nicht. Blutgranate haben wir noch ein paar. Bestätigen. So, kannst du das Teil da mal mitnehmen? Dankeschön. Oder? Hat jetzt nichts zurückgelassen? Nee. Was? Ich hab nicht genug. Warum hast du es jetzt wieder liegen gelassen? Hä? Du willst mich doch verarschen. Das war's. Ich mach das auf den Schweber. Das ist doch... Ich muss es in der Hand. Und halt in der linken Hand. Abbrechen. Aber warum lässt das dann halt immer los? Sag mal... Ist das jetzt ein Bug oder... Was ist jetzt hier los? Was? Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich die ganze Zeit hier das... Ich muss das effektiv die Taste gedrückt halten. Alter. Wie dumm. Ja, wenn du es loslässt, dann... Oh, nee. Und jetzt muss ich ja die ganze Distanz runter und muss hier da die Taste gedrückt halten. Okay. Ich würde sagen, den Spaß geben wir uns in der nächsten Episode und gehen dann Atelier der Tyrann-Künstlerin dahin, wo die Person da ist, und dann hoffentlich gibt er dann Ruhe. Mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da über den Abo, und dann wünsche ich euch noch eine gute Reise bei der Wanderung. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben, und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele, und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da, und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.